Ja, liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen auf meinem Kanal eFrog. Heute gibt es vier Dinge zu besprechen. News rund um Tesla und natürlich auch den Cybertruck insbesondere, weil der Launch-Event steht ja kurz bevor. Am Donnerstag soll es soweit sein. Das ist für uns dann am Freitagmorgen. Und darüber wollte ich mal ganz kurz sprechen. Und dann gibt es Neuigkeiten zu FSD Beta und weitere Funktionalitäten zum Cybertruck und ein EV Award in Amsterdam fand statt und da hat Tesla ordentlich Preise abgesahnt. Fangen wir aber an mit der Flotte um den Cybertruck und zwar gab es hier dieses Bild, da gab es schon die Vermutung, dass es doch mehr als 10 Cybertrucks zur Erstauslieferung geben wird. Aber wenn man sich das Bild mal genauer betrachtet, dann sieht man ganz schnell, das sind überwiegend Fahrzeuge, die schon ordentlich benutzt wurden, entsprechend verkratzt und verschmutzt sind. Also ich denke, da braucht man sich nichts vormachen und das wird halt weiterhin nur 10 Cybertrucks geben, die dort entsprechend ausgeliefert werden am ersten Tag, so wie es ursprünglich auch angekündigt worden ist. Dann gibt es weitere Einzelheiten zum Cybertruck. Und zwar, dieser Lichtbalken soll sich bewegen, beziehungsweise von links nach rechts oder rechts nach links eingeschaltet werden beim Einschalten des Fahrzeugs. Und noch ein paar andere Details, die werde ich hier mal kurz zeigen. Das ist sehr, sehr interessant hier. Und zwar sieht man hier auf dem Monitor die Eule, und zwar wird die erscheinen, wenn das Fahrzeug im Wächtermodus ist. Eine sehr lustige und nette Geste, finde ich, und eine gute Idee, dort eine Eule erscheinen zu lassen, nämlich die Eule sozusagen. Dann gab es noch ein weiteres Video, das können wir hier mal anschauen. Und zwar sieht man hier, hier hat man gerade auch kurz das Lichtband gesehen. Ich mache das gleich nochmal von vorne. Hier steigt jemand ein und dann sieht man, dass das Fahrzeug sich hochpumpt. Ob das standardmäßig im Cybertruck der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber könnte natürlich sein. Macht im Gelände natürlich mehr als Sinn, um dieses Monstrum, ja, ist echt ein Monstrum, hier eben halt auch im Gelände sicher bewegen zu können. Hier geht der Mensch mit der Kamera nochmal hinterher und schaut hinterher, man sieht, wie hochgebockt das Fahrzeug hier aussieht. Und jetzt schauen wir nochmal ganz am Anfang. Da sieht man, wie das Lichtband ja, so hin und her eingeschaltet wird. Ja, dann gibt es Interessantes zum FSD-Beta. Und zwar hat Tesla wohl eingeräumt oder bekannt gegeben, dass es eben halt FSD-Beta weiter fortschreiten soll, auch in anderen Ländern eingeführt werden soll. Allen voran soll doch wohl China eine große Rolle spielen. Dieses Bild dazu finde ich ein bisschen unpassend. Also, weiß nicht, ein Tesla mit einer Mülltonne dahinter. Alles andere ist irgendwie total verschwommen. Naja, sei es drum. Es geht hier eben halt um FSD-Beta. Da gibt es halt verschiedene Quellen, die da bestätigen, dass es eben halt FSD-Beta auch in weiteren Ländern geben wird. Und zwar wahrscheinlich mit der neuesten Version 12, die ja kürzlich an die Mitarbeiter freigegeben wurde. Und interessant dabei ist, dass, ich scroll mal ein bisschen runter, dass die Versionshinweise lokalisiert, also übersetzt in verschiedenen Sprachen erschienen sind. Unter anderem auch in Deutsch und diese sehen wir hier. Und hier heißt es autonomes Fahren Beta. Sie können die Funktion autonomes Fahren Beta aktivieren. Tippen Sie hierzu auf Fahrzeug, Autopilot, autonomes Fahren Beta und folgen Sie den Anweisungen. Die Funktion autonomes Fahren befindet sich in einer frühen, eingeschränkten Beta-Phase, wobei früh ist natürlich auch ja, relativ, nicht? Also die FSD Beta befindet sich ja schon seit vielen, vielen Jahren in der Beta-Phase. Aber egal, so steht es hier offiziell übersetzt drin. Da sie möglicherweise im schlimmsten Moment falsch reagiert,
die FSD Beta ist damit gemeint, müssen Sie Ihre Hände immer am Steuer lassen und genau auf die Straße achten. Werden Sie nicht nachlässig. Wenn vollautonomes Fahren aktiviert ist, wird Ihr Fahrzeug Spurwechsel auch abseits der Autobahn durchführen, Ihrer Navigationsroute an Abzweigungen folgen, sowie um andere Fahrzeuge und Objekte herumsteuern und nach rechts und links abbiegen. Verwenden Sie die Funktion autonomes Fahren im eingeschränkten Beta-Modus nur, wenn Sie jederzeit auf die Straße achten und sofort eingreifen können, insbesondere an uneinsehbaren Ecken, beim Überqueren von Kreuzungen und in Fahrsituationen mit wenig Platz. Tja, das sind natürlich gravierende Einschränkungen. Dennoch ist es ein großer Schritt, wenn Tesla eben halt dieses FSD-Beta in weiteren Ländern zur Verfügung stellen wird. Und wie gesagt, in erster Linie ist wohl gerade China im Gespräch, aber es kann eben halt danach auch in Europa weitergehen. Ja, und da dort Tesla Vision benutzt wird, gibt es auch weitere Einschränkungen, zum Beispiel der Abstandsautomat wird auf 2 bis 7 maximal gestellt werden können und nicht 1 bis 7, wie es vorher mal war mit den Sensoren. Und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 85 Meilen pro Stunde begrenzt, das sind etwa 140. Das waren ja auch schon mal 150. Dann gibt es eine interessante Geschichte hier, Fully Charge Awards, eine Veranstaltung, die in Amsterdam stattfand, von Fully Charge Live Europe organisiert. Und bei diesem Award-Event hat eben halt Tesla doch einiges abgegrast dort. Und ich werde euch mal die ganze Liste zeigen. Dafür gehen wir mal auf die entsprechende Seite. Die Gewinner der einzelnen Kategorien sind unten aufgeführt. Ich werde es mal ganz kurz nach oben scrollen. Das ist rechtlich dann irgendwie vernünftiger, besser, wenn ihr auch seht, wo ich überhaupt bin. Ich bin auf fullycharge.show, wo man eben halt diese Seite aufrufen kann. Das werde ich unten auch nochmal verlinken. Und hier haben wir halt hier unten jetzt verschiedenste Kategorien. Und zwar das beste große Energieprojekt, Eden Project von Eden Geothermal. Das ist ein Projekt in Südengland. Dort werden Feldsteine in großen Tiefen. Dort wird die entsprechende Energie herausgewonnen, Wärmeenergie wahrscheinlich. Genaues habe ich jetzt aber dazu auch noch nicht gelesen. Wer das gerne genauer wissen möchte, kann nach Eden Project von Eden Geothermal suchen. Da wird er sicherlich fündig werden. Dann gibt es einen Preis für den Energielieferant Octopus Energy. Octopus Energy bietet Lösungen an, speziell für E-Fahrzeuge natürlich, und zwar in Verbindung mit einer Wallbox kann man dort sein Fahrzeug automatisch dann laden lassen, wenn der Strom besonders günstig ist. Das ist natürlich eine feine Sache, wenn ich es nicht so eilig habe und ich sage, okay, mach mir mein Auto voll zwischen 18 Uhr abends, 6 Uhr morgens. Hauptsache, ich habe dann morgens 80% im Akku drin, dann ist mir das recht. Hauptsache, die Energie war dann dabei auch besonders günstig. Dann gibt es hier ein Hausenergieprojekt, das habe ich mir nicht weiter angeguckt. Dann das beste Mikromobilitäts-Elektrofahrzeug dazu wurde der Carver S Plus ausgezeichnet. Das habe ich, glaube ich, auch noch hier irgendwo drin. Ja, da ist das Eden. Ach ja, das hatte ich auch aufgerufen. Das kann man sich eben halt gerne hier mal aufrufen. EdenGeothermal.com. Und hier ist das Fahrzeug, was eben halt einen Preis gewonnen hat. Ein dreirädriges Modell, was immerhin in 3 Stunden auf 80% wieder geladen werden kann an jeder normalen Steckdose. Auch dazu weitere Einzelheiten natürlich auf Carver Earth nachzulesen. Ich will es hier nicht zu lang machen, sonst kriege ich wieder von euch zu hören, dass meine Videos zu lang sind, wie beim letzten Video. Das möchte ich nicht.
Ja, dann ein Preis für den VW ID. Buzz Cargo. Es freut mich sehr, dass auch VW hier nicht leer ausgeht und mit dem innovativen ID. Buzz eben halt auch gleich einen Preis bekommen hat. Das finde ich, freut mich wirklich sehr für VW. Bestes großes Elektrofahrzeug, in diesem Fall kein Auto, sondern eine norwegische Elektrofähre. Wer schon mal durch Norwegen gefahren ist, von Süd nach Nord, der wird bestätigen, dass es dort eben halt unendlich viele Fähren gibt. Und naja, wenn diese Fähren eben halt so langsam aber sicher alle umgestellt werden auf elektrische Energie, elektrischen Antrieb, dann ist das sicherlich sehr lobenswert. Aber dann geht es los mit Tesla. Tesla hat das beste Ladenetz für Elektrofahrzeuge dafür den Preis bekommen. Das war ja vorauszusehen. Das ganze Supercharger-Netzwerk weltweit ist sicherlich einmalig und hat bestimmt diesen Preis verdient. Das beste innovative Elektrofahrzeug, nee, der beste innovative Elektrofahrzeughersteller ist Tesla selber geworden. Auch das überrascht nicht. Die sind ja immerhin schon über 10 Jahre am Markt und haben sehr viel innovative Ideen dort auf den Markt gebracht. In den Markt gebracht und ja, einfach toll, was dort auf die Beine gestellt worden ist. Überraschend ist sicherlich, dass der beste Hersteller nachhaltiger Elektrofahrzeuge Polestar geworden ist. Polestar gehört ja zu Volvo. Die Fahrzeuge werden meines Wissens nur in China produziert. Mir gefällt das Modell überhaupt nicht, rein optisch nicht. Von daher ist das für mich überhaupt keine Option. Allerdings habe ich mich um die Nachhaltigkeit dieser Fahrzeuge, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht gekümmert. Also mag sein, dass da was dran ist. Aber muss ja was dran sein, sonst würden sie ja diesen Preis nicht bekommen. Ja, bestes kleines Elektrofahrzeug mit weniger als 1,6 Tonnen ist der Fiat 500 geworden. 500e. Ein tolles Auto, sehr schnuckeliges, wunderschönes Auto, nur ein bisschen teuer, finde ich. Aber es ist sicherlich innovativ und sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Elektrofahrzeug. Ja, und dann bestes energieeffizientes Elektrofahrzeug ist geworden das Tesla Model 3 Long Range. Ja, die Verbindung mit einem etwas größeren Akku und Vierradantrieb und dabei immer noch sehr, sehr effizient zu sein, da ist das Model 3 Long Range sicherlich prädestiniert dazu. Dann noch so ein paar Preisklassen. Über 60.000 hat überraschenderweise nicht das Tesla Model S, sondern der Porsche Taycan bekommen den Preis dazu. Fahrzeuge über 50 bis 60. Das Tesla Model Y, mein Modell sozusagen. Und bestes Fahrzeug über 40 und unter 50, das Tesla Model 3 generell. Und als bestes Fahrzeug, EV-Fahrzeug, bis 40.000 Euro der MG 4. Von dem habe ich allerdings auch gelesen, dass das Fahrzeug angeblich rosten soll, wie verrückt. Keine Ahnung, was da dran ist. Wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich da vielleicht noch ein bisschen schlauer machen. Ja, dann noch ein ganz kleiner Nachtrag zu der Tesla-App 4271, dieses Korrektur-Update, das gibt es inzwischen seit einigen Tagen mindestens, vielleicht auch schon seit einer Woche, für Android-Telefone. Das nur als Hinweis. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht für die Version 4.2.7. Und dazu fällt mir jetzt spontan ein, ich muss ja die Tesla-App noch weiter beschreiben. Ich hatte dazu ja schon zwei Teile gemacht. Teil 1 war ein eigenes Video, Teil 2 war in Verbindung mit anderen Inhalten. Ja, und Teil 3 werde ich in den nächsten Tagen für euch machen. So, das war's. Es war schon wieder viel, viel zu lang. Ja, ich weiß. Entschuldigung dafür und ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao.